Mietern, lauf doch nicht weg! Was ist denn los? Das weißt du ganz genau. Ich sitz da rum und du kümmerst dich nicht um mich. Meine Güte, sei doch nicht so blöd. Wir haben Betriebsausflug. Da muss ich mich um meine Leute kümmern. Ach ja. Um meine Abteilung. Das erwarten die einfach. Also ich sehe nicht, was da los ist. Was ist denn los? Na sag schon, was ist los? Du kümmerst dich um die weiblichen Mitglieder deiner Abteilung. Nur um die, ausschließlich um die. Die erwarten, dass ein bisschen geflirtet wird. Das ist normal. Für mich nicht. Und darum gehe ich auch. So, du gehst. Gehen musst du auch. Was soll das heißen? Ich habe nämlich den Wagenschlüssel. Und den kriegst du nicht. Von mir aus geh, wenn du willst. Du hast mehr als eine Stunde bis nach Hause. Nachts auf der Landstraße. Bist du ein Schwein? Also, bleib ein bisschen draußen und kühl dich ab. Und komm erst wieder rein, wenn du normal geworden bist. Und besoffen bist du auch! Frau Schneider! Herr Hohner! Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken, aber ich war zufällig Zeuge Ihres Gesprächs. Ohne es zu wollen, natürlich. Na, Ihr Mann ist ja ganz schön in Fahrt, wa? Sie haben mal so gehört, wie er mich angefahren hat. Ja, nur das war ja nur nicht zu vermeiden, aber seien Sie mir nicht böse. Das hätte er nicht tun dürfen. Es gehört sich nicht, dass man sich einer Dame gegenüber so benimmt. Einer Frau wie Sie. Und Frau Schneider, also für mein Gefühl hatten Sie vollkommen recht, dass Sie sich so aufregen. Ich habe ja auch gesehen, wie er sich da drin benommen hat. Ganz schön locker. Also, muss schon sagen, hart an der Grenze. Ist das den anderen auch aufgefallen? Mir jedenfalls. Aber macht doch nichts. Aber wollen Sie denn tatsächlich jetzt schon nach Hause? Ja, ich würde gern, aber zu Fuß. Ja, das müssen Sie doch nicht. Ich fahre Sie. Ich wollte sowieso jetzt zurück in die Stadt. Also, wenn Sie wollen, nehme ich Sie mit. Ich weiß nicht, Herr Hohner. Frau Schneider, außerdem, Ihr Mann erwartet doch, dass Sie jetzt gleich wieder reinkommen, wenn Sie sich, was haben Sie gesagt? Ja, wenn Sie sich abgekühlt haben. Wie wär's denn, wenn Sie das gar nicht tun? Was? Wenn Sie einfach gar nicht wieder reingehen? Ich glaube, das würde Ihren Mann ganz schön zum Schwitzen bringen. Und es wäre vielleicht sogar etwas, was ihm ganz gut tun würde. Hm? Also gut, ich fahre mit dir. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin schon einigermaßen verwundert. Wie kann man eine Frau nur so behandeln? Eine Frau wie Sie? Lieber Himmel, Sie sind doch nicht zu vergleichen mit diesen Sekretärinnen, Datenverarbeiterinnen, Stenotypistinnen und was da alles ist. Sie haben doch einfach eine ganz andere Klasse. Das müssen Sie nicht mir sagen, sondern meinem Mann. Nein, 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 ich sag's ja Ihnen. Sie sind doch eine Frau, der keine das Wasser erreichen kann. Schauen Sie, Frau Schneider, ich kenne Sie ja doch auch schon ein paar Tage, nicht? Ich habe mir oft überlegt, wie man Sie wohl beschreiben könnte. Mich beschreiben? Ja, habe ich mir echt überlegt. Man wüsste eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Da fangen Sie mal an. Ja, na gut. Also, für mich sind Sie sowieso die schönste Frau der Welt. Jetzt hören Sie mal auf. Ja, halten Sie es ruhig für übertrieben, aber es ist nun mal meine Meinung. Ja, ich meine natürlich nicht nur das Äußere. Ich meine allein die Art, wie Sie sich bewegen, Ihr Wesen, Ihre Gestik. Sie leuchten einfach. Von innen heraus. Mache ich jetzt einen Fehler, wenn ich so offen zu Ihnen spreche? Nein, nein. Ich glaube, es gibt keine Frau, die das nicht gerne hört. Warum halten Sie denn? Wo sind wir denn hier? Keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind irgendwo. Jedenfalls kann uns hier niemand sehen. Ach so. Warum lachen Sie? Weil es schon so lange her ist, dass mir sowas passiert ist. Wieso, was passiert? Na, dass jemand mit mir im Auto vom rechten Weg abgebogen ist. Aber hier gefällt's mir nicht. Fahren Sie weiter. Dorthin. Ah,
Ah ja, verstehe. Es ist dir nicht einsam genug hier. Wie Sie wollen, Madame. Los. Fahren Sie weg! Fahren Sie weg! 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 Keine Bewegung! Halten Sie das Licht aus! Ihre Autoschlüssel. Bleiben Sie im Wagen. Laufen Sie nicht weg. Denn jetzt? Nichts, nichts, nichts. Nehmen Sie Ihre Papiere. Was? Papiere? Wozu Papiere? Los, die Papiere. Ja, wir wollen Ihren Namen und Ihre Adresse. Moment, gedulden Sie sich. Ja, Sie kriegen es ja wieder. Also jetzt hören Sie gut zu. Wir legen Ihnen jetzt einen Mann, einen Verletzten ins Auto. Den bringen Sie ins Krankenhaus. Sie haben ihn auf der Straße gefunden. Sie haben angehalten und haben ihn eingeladen, nachdem Sie gesehen haben, dass er verletzt ist. Haben Sie verstanden? Ja, ich habe verstanden. Sie haben ihn keinesfalls hier gefunden. Den Ort erwähnen Sie gar nicht. Und uns erwähnen Sie auch nicht. Ja. Also noch einmal. Sie haben den Mann auf der Straße gefunden. Er war allein. Und jetzt hören Sie gut zu. Wenn wir erfahren, dass Sie unsere Anweisungen nicht einhalten, dann sind Sie dran. Wir haben Ihren Namen und Ihre Adresse. Und dann wird Ihnen, hören Sie gut zu, wird Ihnen keiner helfen. Ja, ja, ist gut. Sie können sich darauf verlassen, wir haben ja kein Interesse daran, uns Ungelegenheiten zu machen. Los. Drehen Sie die Gesichter weg! Wie alt sind Sie eigentlich? 49. Zu jung, um zu sterben. Denken Sie dran. Los, auf! Warum fahren Sie denn nicht? Ungeheuerlich. Ich bin fix und fertig. Wir waren noch in akuter Lebensgefahr. Mein Gott, wo sind wir bloß? Was waren das überhaupt für Leute? Auf jeden Fall waren es Kriminelle. Der Mann da. Hallo. Sagen Sie, was haben Sie überhaupt für eine Verletzung? Hallo. Frau Schneider, bitte. Schauen Sie doch mal nach ihm. Drehen Sie doch mal um. Hallo. Hören Sie mich? Verstehen Sie mich? Hallo. Hallo, Sie. Der atmet nicht mehr. Er ist tot. Frau Schneider, der ist tot. Wir sollten ihn doch zu einem Krankenhaus bringen. Ach, wozu? Wenn er tot ist, kann dir doch sowieso keiner mehr helfen. Was tun wir jetzt? Wenn wir ihn irgendwo hinschaffen. Ja. Ins Krankenhaus können wir ihn nicht bringen. Die werden doch Fragen stellen. Wir können uns doch Fragen nicht aussetzen. Aber die haben doch ihre Papiere. Die haben ihre Adresse. Genau und?
sag ich Ihnen das, während der Fahrt im Auto gestorben. Wir müssen ihn loswerden. Julia, was ist denn? Hm? Hallo, Sie. Sie können doch hier nicht schlafen. Ist doch viel zu kühl, Sie werden doch krank dabei. Hallo, Sie. Hallo, aufwachen. Der hatte keine Papiere bei sich. Nicht nötig, ich kenne ihn, heißt Josef Engler. Ich kenne ihn schon seit 20 Jahren. Noch aus der Zeit, als ich Einbrüche bearbeitet habe. Der Einbrecher par excellence. Ein Mann, der uns mit seinen Anfällen immer wieder überrascht hat. Und jetzt wurde er erschossen. 9 mm. Naja, frag mal nach im Haus, ob jemand den Knall gehört hat. Ob was los war? Natürlich war irgendwas los. Bei uns ist jede Nacht was los. Was Besonderes. Großes. Ja. Einbruch in eine Metallwarenfabrik. Man hat den Tresor aufgeschweißt. Eine Menge Geld verschwunden. Ja, das können nur Profis gewesen sein. Der war ganz schön fleißig. Über 30 Jahre ein Einbruch nach dem anderen. Wenn er nicht gerade gesessen hat. Die Hälfte seines Lebens war er drin. Ich habe ihn mal gefragt, warum. Warum auf diese Weise? Hat er zu mir gesagt, wissen Sie was, Derek? Die normale Art, Geld zu verdienen, ist mir zu langweilig. Zu langweilig? Mhm. Immer wenn er losging, dann hatte er so eine Art Kriegserlebnis. Der Ausdruck stammt von ihm. Er hat mal gesagt, macht euch doch nichts vor, in diesem Leben ist jeder ein Gauner. Ich sag nur ganz offen, dass ich einer bin. Das macht ihn ja fast sympathisch. Ja, sympathisch war er. Auf eine miese Art sympathisch. Guten Tag, Frau Engler. Bin ich, und wer sind Sie? Ja, wir haben uns jahrelang nicht mehr gesehen. Bevor ich vor Neugierde umkomme, sagen Sie schon, wer Sie sind. Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Sagen Sie schon Ihren Namen. Das ist sicher einer, den ich nie behalten wollte. Ja, so wird's sein. Mein Name ist Derek. Und Sie wünschen? Gehen wir ins Haus. Na, bleib mal ruhig hier. Ihr Mann, Frau Engler. Mein Mann ist auf einer Geschäftsreise. Wann er zurückkommt, weiß ich nicht. Er ist schon zurück. Seine Reise endet auf einer Bank im Park. Was heißt das? Er ist heute Morgen gefunden worden, im englischen Garten auf einer Bank. Tot. Es tut mir sehr leid. Wir haben ihn fotografiert. Er ist erschossen worden. In der vergangenen Nacht. Bertie! Gisela! Zieh dich an und komm dann. Was ist denn? Nur red nicht, mach. Vater ist tot. Vater hat gestern Nachmittag das Haus verlassen. Er sagte nur, ich verschwinde mal wieder für ein paar Tage. Wie ein Geschäftsfreund. Das passiert ja öfter. Er hat uns nie gesagt, mit wem er wegging und wohin. Auch gestern nicht. Wenn man deinen Vater gefunden, da. Na, vielleicht siehst du auch hin, hä? Man hat Vater gefunden auf einer Bank im englischen Garten. Man hat ihn erschossen. Vom Täter keine Spur.
Nein. Aber mein Mann ist doch nicht auf dieser Bank erschossen worden. Nein, hat man nicht. Man hat ihn dorthin gebracht. Und zwar von der Straße durchs Gebüsch. Es gibt Schleifspuren. Schleifspuren? Ja. Man hat ihn offensichtlich in einem Wagen dorthin gebracht. Mhm. Wo war Ihr Mann gestern Abend? Weiß ich nicht. Er ist gestern Nachmittag, weg. Warum lassen Sie mich nicht aussprechen? Es war so. Er war in Geschäften unterwegs. Welche Art Geschäfte, weiß ich nicht. Er hatte die Angewohnheit, nie darüber zu reden. Auch gestern nicht. Frau Engler, Ihr Mann ist ermordet worden. Ist Ihnen das eigentlich klar? Sie wollen uns auch sicher helfen, den oder die Täter zu finden. Sicher? Ganz sicher. Wir alle werden mithelfen. Was Sie ja sehen, ist das Werk von Leuten, die Ihre Arbeit verstehen. Das glaube ich Ihnen gern. Das ist schon alles aufgenommen worden, ne? Ist alles gemacht worden, was wir routinemäßig tun. Sie kennen das ja. Nee. Sagen Sie, hat man irgendwo Blutspuren gefunden? Nein. Hier im Raum keine. Sie vermuten, dass Engler hier erschossen wurde. Hier soll heute Nacht was passiert sein. Ja, da ist ein Einbruch gewesen. Die haben den Tresor aufgeschweißt. Das heißt, da ist eine 500.000 verschwunden. Halbe Million? Und weiß man schon, ich meine, hat man schon die Täter? Keine Ahnung. Aber da die Herren sind von der Polizei, wenn Sie die mal fragen wollen. Polizei? Ach, nö. Ist nicht so wichtig. War nur eine Frage. Recht schönen Dank. Da hat jemand gefragt, ob hier heute Nacht was gewesen ist. Ich sagte, da müssen Sie die Polizei fragen. Da hat sich der Mann sofort in den Wagen gesetzt. Da hinten ist er weg. Bei uns am Hof sind nur 20 erlaubt. Ach so, ja. Entschuldigung. Ja, was wollen Sie denn da? Bitte? Ja, zu wem wollen Sie denn? Ja, ich... Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich wohl verfahren. Nicht besser. Ja.
Bitte schön. Mama, kann ich was für dich tun? Ja, sie nach, wo Gisela bleibt. Ist ja schon eine halbe Stunde her, dass ich sie rausgeschickt habe. Ja, nun mach schon. Und was soll ich ihr sagen? Ich komme sofort. Ich nehme den nächsten Zug. Ist was passiert? Frau Winter, ich muss sofort nach Hause. Nach Hause? Haben Sie einen Fahrplan da? Nein. Können Sie mal anrufen, wenn der nächste Zug nach München fährt? Ich muss meine Koffer packen. Sagte, kommt sofort. Gut. Hallo, Frau Schneider. Oh. Tag. Grüß Sie. Schön, dass Sie Zeit hatten, darf ich? Ich habe mir Zeit genommen. Ja. Gibt's was Neues? Ja, ich war dort, wo wir gestern Abend unser Erlebnis hatten. Und? Einbruch. Es war ein Einbruch. Die Leute, die wir gesehen haben, waren Einbrecher. Die sollen einen Tresor aufgeschweißt haben, wollte etwa eine halbe Million. Nein. Ja. Woher wissen Sie das alles? Ich sag Ihnen ja, ich war dort. Ich musste doch wissen, in was für eine Geschichte wir da verwickelt sind. Aber leider ist die Polizei dann auf mich aufmerksam geworden und hat mich verfolgt. Oh, Herr Will. Wenn Sie aussagen müssen, ich war nicht dabei. Ja. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Ich flehe Sie an, ich war nicht dabei. Es würde doch unweigerlich rauskommen, warum wir dort waren. Ich verstehe Sie, Herr Forschner, jetzt beruhigen Sie sich. Und was ist mit dem Toten? Ja, keine Ahnung. In der Zeitung steht jedenfalls kein Wort, aber man hat ihn offenbar gefunden. Ja, wenn es nicht in der Zeitung steht, woher wissen Sie es dann? Naja, ich bin nochmal dort vorbeigegangen, wo wir ihn heute Nacht hingesetzt haben. Er war nicht mehr auf der Bank. Jetzt brauche ich einen Cognac. Frau Engler, machen Sie uns doch nichts vor. Ihr Mann hat einen Bruch gemacht gestern Nacht. Und er war sicher nicht allein. Und es ist wahrscheinlich, dass er getötet wurde von seinen Kollegen. Denn es hat da keinen Zwischenfall gegeben, etwa eine Schießerei mit dem Nachtwächter oder gar mit der Polizei. Also hat ihn einer seiner Kollegen erschossen. Mein Mann war auf einer Geschäftsreise. Aber Sie haben ja nichts anderes im Kopf als Einbruch. Wovon Sie reden, das liegt lang zurück. Das... Er hat nichts mehr damit zu tun. Er war auf einer Geschäftsreise. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Frau Engler, wollen Sie uns nun helfen, den Mord zu klären, oder wollen Sie nicht? Wenn ich kann, ja. Aber das sieht so aus, als ob ich nicht kann. Sie müssen doch nur sagen, mit wem Ihr Mann gestern Nacht unterwegs war. Und das wissen Sie. Sie wollen uns doch nicht erzählen, dass Sie die Leute nicht kennen. Oder haben Sie Angst vor ihnen? Ich habe keine Angst. Vor niemand. Also schön. Frau Engler, machen wir Schluss. Ich bringe Sie nach Hause. Danke, das ist nicht nötig. Ich nehme die U-Bahn. Ich habe gesagt, ich bringe Sie nach Hause. Ich will noch mit Ihren Kindern sprechen. Ach so, mit meinen Kindern wollen Sie reden. Von denen erfahren Sie nichts. Na? Was brüten Sie aus, Frau Engler? Was? Was meinen Sie? Unternehmen Sie ja nichts auf eigene Faust. Geben Sie mir lieber die Informationen, die ich brauche. Bis du da bist. Komm mit ihr, komm mit ihr.
Wer ist das? Derek, Kriminalpolizei. Na, sag, wer du bist. Ich bin Udo Engler. Meine Schwester hat mich heute Morgen angerufen. Wie kommen Sie? Ich gehe mit rein. Was trinken. Trink was und du hol was zu essen. Der hat uns sicher Hunger. Mama, ich hab überhaupt keinen. Natürlich hast du Hunger. Komm, setz dich so. Was denn, ist es 4 Stunden auf der Eisenbahn? Tja. Ich würde gerne wissen, wie das passiert ist. Man hat Vater heute Morgen auf einer Bank gefunden im Englischen Garten. Erschossen. Polizeifoto. Ja, das machen wir immer so. Das ist bei uns so üblich. Wir fotografieren die Toten. Er wurde dorthin gebracht. Erschossen wurde er vermutlich bei einem Einbruch. Das wissen Sie nicht, also sagen Sie es vermutlich. Nicht. Ich habe vermutlich gesagt, ja? Also vermutlich bei einem Einbruch. In eine Metallwarenfabrik. Ich nehme an, Sie kennen die Vorstrafen Ihres Vaters. Ja. Gut. Meine Annahme ist nun, dass Ihr Vater von seinen Komplizen im Streit getötet wurde. Auch das ist eine Vermutung und mehr nicht. Mama, bitte. Schon recht, schon recht, schon recht. Schauen Sie, wir sind angewiesen auf Informationen, die Ihre Mutter uns geben könnte, wenn sie wollte. Ich habe keine. Herr Engler, reden Sie mit Ihrer Mutter. Sie muss uns sagen, was sie weiß. Ohne Rücksicht auf Ihren Vater. Für das, was er getan hat, kann er ja nicht mehr belangt werden. Ja, gut. Mach ich. Ich danke Ihnen. Wiederschön. Okay. Hat er auf dich eingeredet, ja? Ja, ich will natürlich jetzt Informationen haben. Die braucht er ja, wenn er den Mörder finden will. Und ich will, dass einer bestraft wird. So wie er es verdient. Ja, Vater wollte nicht, dass irgendwas in deinem Zimmer verändert wird. Ich habe das nicht benutzt. Und das siehst du doch. Er hat einfach den Schlüssel abgezogen, dass keiner rein konnte. Ich gelüftet habe oder sauber machen wollte, habe ich den Schlüssel von ihm holen müssen. Ich habe den Eindruck, dass du deinen Vater nie verstanden hast. Das ist richtig, das habe ich auch nicht. Dabei seid ihr euch ähnlicher, als du glaubst. Das war auch seine Meinung. Er sagt immer, Udo, das ist mein Sohn. In jeder Hinsicht. Er weiß es nur noch nicht. Das bin ich ganz bestimmt nicht, Mama. Wir werden sehen. So? Kannst du wieder einziehen. Ich kann so lange nicht bleiben, Mama. Nur bis die Beerdigung vorbei ist. Dann muss ich sofort wieder zurück. Du bleibst hier, bis alles erledigt ist. Wie meinst du das? Jetzt schlaf erst mal. Na, was sagen Sie dazu? Mein Pass und die anderen Papiere. Ich gehe heute Morgen zum Briefkasten runter, will meine Post rausholen. Liegt das da drin? Einfach so. Ohne Umschlag. Und natürlich ohne Absender. Haben die einfach da reingesteckt. Das sind Leute, was? Die haben doch angedroht, dass sie was unternehmen würden. Ach so. Naja, aber jetzt ist doch die Situation eine ganz andere. Hier? Schauen Sie, erstens ist es jetzt nicht mehr dunkel. Und zweitens befinden wir uns hier ja nicht an einem obskuren Ort. Bitte schön. Danke. Ach, haben Sie übrigens schon Zeitung gelesen? Ja. Hier, ein Toter saß im Park auf einer Bank. Ja, ist unsere Geschichte. Das ist unser Mann. Er ist erschossen worden.
Die Identität hat man auch schon festgestellt. Der Name steht hier irgendwo. Ja, hier. Josef Engler. Natürlich ein gefundenes Fressen für die Herren. Reporter. Ach, Herr Ober! Schuster heißt er. Der muss gefragt werden. Hast du gehört? Ja, ja. Warum sagst du das? Der war dabei. Der muss gefragt werden. Mama, wäre es nicht besser, wir würden diesen Namen der Polizei sagen. Was? In unserer Familie wurde noch nie mit der Polizei zusammengearbeitet. Was soll ich diesen Schuster denn fragen? Ich war immer dagegen, dass du auf die Universität gehst. Und wenn ich das jetzt höre, dann kannst du überhaupt nicht denken. Muss ich dir das wirklich sagen? Harry, das ist Udo Engler. Das ist der älteste Sohn von Josef Engler. Was studieren Sie noch? Was war das? Germanistik und Philosophie. Richtig, ja. Hier in München? Nee, in Heidelberg. In wievielten Semester sind Sie? Ich bin jetzt im 6. Haben Sie schon eine Vorstellung, was Sie dann machen? Ich meine beruflich. Ja, ich möchte Lehrer werden. Naja, ein Beruf, der im Moment ein bisschen überbesetzt ist. Ja, das stimmt, es gibt wenig Stellen, aber ich wollte eben immer gern werden. Ja, das verstehe ich sehr gut. Wollen Sie sich setzen? Mhm, danke. Ja, Herr Engler, wir haben da ein kleines Problem. Ihre Mutter, die hält Informationen zurück. Davon bin ich überzeugt. Ja, das kann sein, ja. Wie standen Sie zu Ihrem Vater? Tja. Ich habe die Verhältnisse zu Hause nicht mehr ausgehalten und ich meine, ich hätte auch in München zur Universität gehen können, aber das habe ich dann nicht getan. Hatten Sie Streit mit ihm? Nein, Streit, nö. Das kann man so nicht sagen. Ich meine, ich mochte meinen Vater ja und er mochte mich auch. Nur er war eben eine sehr starke Persönlichkeit. Ja, ich weiß. Herr Engler, kann ich auf Ihre Hilfe rechnen? Auf meine Hilfe? Mhm. Ja, sicher. Gut. Dann versuchen Sie einmal herauszukriegen, was Ihre Mutter weiß. Das wäre sehr wichtig für uns. Sehen Sie, die Mörder Ihres Vaters, die sitzen in seiner nächsten Umgebung. Und Herr Engler, das ist natürlich unsere Sache. Nicht? Spielen Sie nicht den Polizisten. Nein, nein. Ja, bitte. Was ist das? Sehen Sie doch. Ein Sportzentrum. Ein Fitnesscenter. Genau das ist es. Wollen Sie trainieren? Ja. Dann kann man hier auch was trinken? Natürlich, gern. Mögen Sie ein Bier? Ja. Jemand empfohlen? Ja, wie man es nimmt. Mein Vater war öfters hier. Ihr Vater? Wer ist Ihr Vater? Sein Bild hängt da. Welches meinen Sie? Josef Engler, das ist Ihr Vater? Ihr Vater ist tot? Ja. Er ist erschossen worden? Ja. Ja, die Umstände sind noch nicht geklärt. Ja, dann sage ich Ihnen zunächst mal mein Beileid. Danke. Sagen Sie, verkehrt hier ein gewisser Schuster? Ja, der ist manchmal hier.
Aber er kommt nicht sehr oft. Ein Freund meines Vaters? Freund? Ich weiß nicht. Ich weiß nur so viel, sie kannten sich. Wo kann ich den denn jetzt mal finden? Keine Ahnung. Sie haben keine Adresse, oder? Nein. Aber er muss hier irgendwo in der Nähe wohnen. Wo könnte ich mich denn mal erkundigen? In der Kneipe gegenüber, da ist der Stammgast. Glaube ich. Danke. Was macht das? 2:30. Wenn ich diesen Schuster sehe, soll ich ihm was ausrichten? Nein, danke, ist nicht nötig. Danke. Danke. Doch, bin ich. Andi! Ja? Komm mal her. Der junge Engler war hier, hat nach Schuster gefragt. Und was wollte er? Das hat er nicht gesagt. Servus. Dankeschön. Entschuldigung, kennen Sie einen gewissen Schuster? Schuster? Egon Schuster. So 50 Jahre alt. Ja, der sagt manchmal da eh. Aber heute hab ich noch gar nichts gesehen, gell? Danke. Bitteschön. Wer ist das? Er sagt, er heißt Engler. Ach so. Ach so. Was ist denn los? Spiel mal einen Moment ohne mich. Ein So ist dran. Was habe ich da gehört? Engler? Vielleicht Udo Engler? Ja, ich bin Udo Engler. Ja, ja. Deinen Namen kenne ich. Dein Vater. Immer wieder mal von dir erzählt. Du studierst. Irgendwas ganz Ungeheures. Wo war das? Heidelberg. Ja, richtig. Heidelberg. Jetzt bist du gekommen, weil. Ja, Gott, ja. Dein Vater. Wir sind alle jetzt. Alle, die gekannt haben. Alle ganz außer uns. Ich wollte Sie nur fragen. Wer war es? Wie, wer war es? Wer war was? Wer hat ihn umgebracht? Das fragst du mich? Ja, Sie. Ich frage Sie. Weil Sie dabei waren. Oh, Junge. Junge, ich war doch nicht dabei. Wobei? Nein. Nein, da vertust du dich. Ich kann dir keine Auskünfte geben. Die den Tod deines Vaters betreffen. Sie müssen ja nicht jetzt antworten. Ich komme wieder. Sie können sich ja überlegen, was Sie sagen. Wenn Sie wollen. Wenn Sie Zeit brauchen. Das. Der junge Engler. Und? Was wollte der? Er wollte wissen, wer seinen Vater erschossen hat. Ist was? Sah, dass er ein schlechtes Gewissen hatte. Er war richtig
erschrocken, als er meinen Namen hörte. Das glaube ich. Hast du ihn gefragt, wer deinen Vater erschossen hat? Ja, deshalb war ich ja da. Das sollte ich ja. Mein Gott. Was hat er gesagt? Nichts. Er sagt, er weiß nichts. Mach die Schublade auf. Die untere. Ja, du komm, mach. Sieh nach. Zwing ihn, dass er redet. Was willst du? Was soll ich denn tun? Das, was dein Vater für dich getan hätte. Herr Engler, irgendwas müssen Sie doch inzwischen erfahren haben. Nein, ich weiß wirklich nicht mehr wie am ersten Tag. Was ist mit Ihrer Mutter? Die weiß auch nichts. Sie sagt, sie weiß nichts. Na gut. Vielleicht fragen Sie sie einmal, ob ihr der Name Schuster etwas sagt. Schuster? Ja, der Mann ist einschlägig vorbestraft, wie ihr Vater, spezialisiert auf Einbrüche, wie ihr Vater. Der Einbruch in die Metallwarenfabrik, der zeigt so etwas wie seine Handschrift. Wie auch die Handschrift ihres Vaters. Ach so. Haben Sie den Namen Schuster je gehört? Nein. Ach, entschuldigen Sie. Ich habe eine Frage. Wissen Sie zufällig, ob hier irgendwo eine Familie Engler wohnt? Ja, da. Ach. Ich bin der Sohn. Ach, der Sohn. Oh, da bitte ich vielmals um Entschuldigung. Ich wollte Sie nicht belästigen. Warum fragen Sie denn? Ach, das hat keinen besonderen Grund. Ich habe nur in der Zeitung gelesen, wissen Sie, der Tote auf der Bank im Park. Das hat meine Fantasie beschäftigt. Verzeihen Sie. Ach, da kommen Sie nur hier hin, um zu sehen, wo der Mann wohnt, oder was? Ja, Gott, das gibt's ja, nicht? Also, Entschuldigung. Moment, kommen Sie mal mit. Nein, Entschuldigung, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss ja weiter, aber hören Sie. Aber wenn Sie Zeit haben, hier rumzuschnüffeln, dann können Sie mir auch ein paar Fragen beantworten. Ja, das sind doch Leute. Das hat doch was zu bedeuten, wenn Sie nach meinem Vater fragen. Lassen Sie mich doch los. Entschuldigung, ich bin ein bisschen durcheinander. Herr Engler. Es hat was zu bedeuten, dass ich hergekommen bin. Haben Sie meinen Vater gekannt? Nein. Nein, gekannt habe ich ihn nicht. Ich habe ihn... Haben Sie einen Moment Zeit? Ja. Kommen Sie, ich erzähle es Ihnen. Stellen Sie sich mal vor, in welcher Zwangslage wir waren. Er hatte meinen Namen, meine Adresse, meine Papiere. Ja, ja. Wir waren wirklich in akuter Lebensgefahr. Ja, das verstehe ich schon. Warum kommen Sie jetzt zu mir? Ich werde einfach nicht fertig damit. Es ist doch eine irre Schweinerei, die einem dazu gemutet wird. Man fragt sich doch nur wirklich langsam, wo leben wir eigentlich? Sie sagten, es waren drei. Ja, drei. Und die Gesichter? Ja, die Gesichter konnte ich eben nicht erkennen. Es war ja viel zu dunkel und die meiste Zeit waren sie abgewendet. Und der eine, der mit mir gesprochen hat, der trug eine Maske. Und die Stimme würden Sie wiedererkennen? Mhm. Ja, doch, die Stimme würde ich wiedererkennen. Es waren drei. Was machst du denn hier? Da drüben wohnt doch der Schuster. Ja? Ja und?
Also, wir haben Schuster inzwischen vernommen. Er hat für die Zeit, um die es geht, ein Alibi. Ist ein windiges Alibi, aber er hat eins. Seine Frau sagt, er sei bei ihr gewesen, sie hätten zusammen Monopoly gespielt. Das ist lustig, was? Mhm. Ist ein witziger Mann, dieser Schuster. Aber Sie kennen ihn ja inzwischen. Den Schuster? Ja, von wem rede ich denn die ganze Zeit? Haben Sie sich nicht nach ihm erkundigt? Ja. Ja, Sie haben doch getroffen, nicht wahr? Ja, ich habe ihn kurz mal gesehen auf der Bowlingbahn. Aber wer war bei ihm? Ein paar Leute, die ich nicht kenne. Herr Engler, Sie sollten sich durch eine alte, gewohnte Abneigung gegen die Polizei, mit der Sie aufgewachsen sind, nicht zu beeinflussen lassen. Wiedersehen, Herr Engler. Wiedersehen. Der Junge macht mir Sorgen. Der spielt den schwarzen Sheriff. Meinst, ich soll mich um ihn kümmern? Naja, ich will nicht, dass ihm was passiert. Verstehe schon. Guten Tag. So. Ich bin Udo Engler, aber das wissen Sie sicher noch. Nein, das weiß ich nicht. Wir haben es doch noch nicht gesehen in der Bowlingbahn. Ah ja, ja, ja. Naja, ja, da erinnere ich mich richtig, ja. Ja, ich bin eigentlich hier, um mich ein bisschen... Zu trainieren? Ja, körperlich zu arbeiten. Was treiben Sie denn für einen Sport? Oh, ich gehe eigentlich nur spazieren. Dann fangen wir doch gleich mit dem Lauftraining an. Ja, gut. Super. So. Ja, bitte, kommen Sie rein. Gibt's denn etwas so Wichtiges? Ja, ja, und wie? Bitte treten Sie näher. Ja, bitte. Also, ich freue mich natürlich riesig, dass Sie zu mir gekommen sind. Darf ich Ihnen behilflich sein? Danke. Na, und Sie sehen wieder aus. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Wollen Sie was trinken? Nein, nein. Sie haben am Telefon gesagt, es ist etwas passiert. Ja, ja, ich habe es der Familie Engler gesagt. Was? Ja, was haben Sie? Ich habe mit der Familie gesprochen. Genau gesagt, mit dem Sohn. Was haben Sie ihm gesagt? Ja, ich habe ihm gesagt, dass wir den Toten transportiert haben. Unter Lebensgefahr. Dass wir ihn geschleppt haben. Wir beide. Sie haben mich erwähnt? Ja, ja, ja. Na, nicht den Namen. Der Name ist natürlich nicht gefallen. Wirklich nicht? Aber Frau Schneider, ich habe es Ihnen doch versprochen. Aber der Junge weiß jetzt, dass es drei Männer waren. Und dass wir die Stimme wiedererkennen. Und jetzt passen Sie auf. Er wird uns die Stimme bringen. Guten Tag, Schuster. Guten Tag. Das stört. Tja, ich war da gerade in diesem Fitnesscenter, aber jetzt habe ich noch Lust, mich ein bisschen zu bewegen. Also, falls Sie einen Partner brauchen, ich wäre einer. Ja, ich bin Anfänger, aber ich denke, ich lerne das leicht. Darf ich mich vorstellen, Engler? Wie war Ihr Name? Ich heiße Immel. Wie Himmel, ohne Haar. Richtig. Ja. Tja. Ja, also, haben Sie was dagegen, wenn ich mitspiele, oder? Meinetwegen spielen Sie mit. Allgemein spiele ich nicht gern mit Anfängern. Sollte ich deshalb ungeduldig werden, bitte ich mir das nachzusehen. Ja. Naja, so empfindlich bin ich nicht. Ja, bitte, kommen Sie rein. Guten Tag. Ja, das ist Herr Engler und das ist, ja, die gnädige Frau war dabei, wie ich Ihnen ja schon sagte. Nein. Wenn wir jetzt vielleicht zur Sache kommen könnten. Sie hat nicht viel Zeit.
bin eigentlich hier, um mich ein bisschen... Zu trainieren? Ja, körperlich zu arbeiten. Was treiben Sie denn für einen Sport? Ich gehe eigentlich nur spazieren. Dann fangen wir doch gleich mit dem Lauftraining an. Ja, gut. Super. Haben Sie was dagegen, wenn ich mitspiele, oder? Meinetwegen spielen Sie mit. Allgemein spiele ich nicht gern mit Anfängern. Sollte ich deshalb ungeduldig werden, bitte ich mir das nachzusehen. Ja. Naja, so empfindlich bin ich nicht. Ja, ist er doch. Ja, das ist die Stimme. Danke. Also zuerst hat er mal eingekauft, der junge Engler. War in einem Radiogeschäft, hat er sich ein Tonbandgerät gekauft. Dann war er in meinem Sportgeschäft, hat er sich Turnhose, Turnschuhe, Trikot und so eine Tasche gekauft, wo man alles reinstopft. Interessiert dich das überhaupt? Ja, erzähl doch erst mal weiter. Dann ist er in ein Fitnesscenter und von dort auf eine Bowlingbahn. Und da hat er mit Herrn Schuster gespielt. Mit einem Herrn Immel. Immel. Einbruchsdezernat. Hallo. Ich habe die Leute gefunden, die gezwungen hat, meinen Vater zu versorgen. Können wir mal miteinander reden? Wo? Hier. Bis hier. Polizei? Bloß, weil Sie sich über das Geld nicht einig werden konnten. Ich habe selber nicht gewusst, wie schnell der ist. Jetzt auch nicht. Ich hab das einfach zu spät gemerkt, Udo. Plötzlich hat er eine Knarre in der Hand. Du weißt das. Dein Vater und ich, wir nehmen so ein Ding niemals mit. Einfach als eiserne Regel. Nie eine Waffe bei sich haben. Und dann schießt der plötzlich los. Ehe ich das verhindern konnte. Also, Immel. Wissen Sie, wo der wohnt? Sie müssen doch auch uns verstehen. Nicht verstehen. Komm, Harry. So eine Situation ist doch nicht alltäglich. Ich kann nicht, Mama. Ich kann das nicht. Tut mir leid, ich bin nämlich nicht der Sohn meines Vaters. Was sagst du? Du bist nicht der Sohn deines Vaters? Nein, nicht so wie du meinst. Willst du wirklich, dass ich einen Menschen töte? Ja. Raus! Polizei! Dass Sie da sind. Gott sei Dank, ich weiß jetzt, wer meinen Vater umgebracht hat. Halt den Mund! Und dann nehmen Sie bitte das hier. Lass mich! Wo ist die Pistole? Wo ist denn Berti? Warum haben Sie uns nicht gesagt, was Sie wissen? Warum nicht? Verdammte Geheimniskrämerei. Woher weiß Ihr Bruder überhaupt, wo er Immel findet? Ich war doch dabei, wie es meiner Mutter erzählt hat. Na, bravo, bravo. Hoffentlich treffen Sie noch lebend an. Gib mal Bier. Ich hoffe, ich bin dabei. Du, pass auf. Ja. Da hat noch einer gefragt nach dir. Wer? Der da hinten. Nein, Berti! Werf das Ding weg. Du, ich schwör's dir.
Ich hau den Hintern voll. Bertie, lass, es ist Blödsinn.